was man im Netz postet, was man sagt, welche Bilder man vorzeigt. Das alles ist eine Repräsentation der eigenen zugrunde liegenden Psyche. Wenn wir uns die Verhaltensweisen vieler Menschen in sozialen Netzen ansehen, entdecken wir allmählich etwas, was so aussieht wie eine Welt von Narzissten. Doch handelt es sich hier wirklich um Narzissten? Was? Ich bin einfach nur ich. Das interessiert doch keinen.